Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf TV Schwerin. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. An meiner Seite heute Rüdiger Born. Vielen von Ihnen bestimmt ein Begriff. Rüdiger Born ist seit vielen Jahren Präsident des Golfverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Und heute geht es um den Golfsport natürlich. Golfsport wird immer mehr ein Volkssport. Kann man das so sagen, Herr Born? Ja, ich denke mal schon. Bei 15.000 Mitgliedern, da haben wir gekratzt im letzten Jahr. Ich glaube, es fehlen uns noch 20. Da kann man, glaube ich, von Volkssport reden. Und gerade in Mecklenburg-Vorpommern ist das also einer der größten Verbände mittlerweile. Das ist auch okay so, da sind wir recht zufrieden. Wo kommen die Mitglieder her? Kommen die in erster Linie aus dem Land oder kommen die auch aus anderen Bundesländern? Wie gesagt, Golfsport ist ja auch eine touristische Attraktion in Mecklenburg-Vorpommern. Also 50% der Mitglieder kommen aus anderen Bundesländern. Das ist auch gewollt, weil dadurch binden wir diese Mitglieder an unser Land. Sie treiben eine Wertschöpfung, das heißt, es sind Übernachtungen, es wird Gastronomieumsatz gemacht, es wird eingekauft. Das wollen wir auch bewusst so. Dafür werden wir in anderen Bundesländern nun nicht unbedingt, die finden das nicht so ganz prickelnd. Aber wir halten es für richtig, weil wir sind Teil des Landes. Und gerade in dem Segment Wertschöpfung, ich glaube, haben wir hier touristisch gesehen große Reserven. Dazu kommt, wir sind natürlich ein Sportverband. Aber letztendlich finanzieren sich Golfanlagen alleine. Das heißt, es besteht auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Und nichts zuletzt, als Teil des Landes arbeiten wir sehr gut mit dem Landesmarketing. Wir arbeiten sehr gut mit dem Tourismusverband. Und da sehen wir uns irgendwo auch in der Pflicht. Ja, wenn wir nochmal auf 2013 zurückgehen, das war ja ein Jahr, was ja auch von Wetterkapriolen geprägt war. Also ein sehr, sehr langer Winter, der bis in den April reinreichte. Golf ist ja ein Freiluftsport und natürlich auch vom Wetter abhängig. Im Sommer konnte man dann allerdings wieder aufholen, weil da spielt das Wetter mit. Ja, nichtsdestotrotz, man soll da ruhig die Wahrheit sagen, gerade die letzten 2, 3 Jahre waren wirtschaftlich sehr, sehr schwierig und die Golfanlagen machen auch eine durchaus nicht einfache Situation im Moment durch, weil genau aufgrund dieser Wetterlage sind natürlich erhebliche Umsatzeinbußen zu verzeichnen. Und wenn man das dann auf Jahre hochrechnet und die Golfanlagen oder pro Golfanlage, dann kommen da mal ganz schnell Millionenbeträge zusammen. Das heißt, das ist im Moment keine einfache Situation, wirtschaftlich gesehen. Die andere Geschichte ist für das Land und für den Golfsport. Da sind wir eigentlich sehr, sehr zufrieden, weil beispielsweise in 2013 haben wir den Jugendländerpokal gehabt. Das heißt, alle Bundesländer haben sich mit den Jugendmannschaften, Damen, Herren oder Mädchen, Jungen in Mecklenburg-Vorpommern getroffen. Wir haben, ganz doll wichtig, die Journalisten-Europameisterschaft gehabt mit insgesamt 12 Ländermannschaften aus ganz Europa. Und wir haben auch die Winston Open beispielsweise gehabt, neben vielen anderen Dingen, die also weltweit ausstrahlt. Und das ist natürlich fürs Land von erheblicher Bedeutung. Da würden wir uns auch wünschen, dass andere Verbände also ähnlich agieren. Wir geben nicht wenig Geld für Marketingmaßnahmen, gerade im Ausland und in anderen Bundesländern aus. Also image-technisch sind wir sehr zufrieden. Was überregional ausstrahlt, das ist alles okay. Wie gesagt, man sollte nur die wirtschaftliche Situation auch im Auge behalten. Da müssen wir in diesem Jahr wirklich richtig was tun. Ja, es gibt in Mecklenburg-Vorpommern ja wunderschöne Golfplätze. Ich selber bin zwar kein Golfspieler, aber habe schon zahlreiche dieser Plätze besucht, weil wir ja auch letztendlich Veranstaltungen des Golfverbandes mit begleitet haben. Sie haben das ja schon gesagt, da waren letztes Jahr auch internationale Wettkämpfe mit dabei. Wie werden diese Golfplätze in Mecklenburg-Vorpommern überregional wahrgenommen? Sind die in anderen Bundesländern auch so attraktiv oder haben wir hier noch besonderes Alleinstellungsmerkmale, die nur Mecklenburg-Vorpommern zu bieten hat? Also ich würde jetzt nicht von Alleinstellungsmerkmal reden. Wir haben wirklich breit gefächerte Golfplätze, das heißt, wir haben Spitzengolfplätze. Ob das jetzt ein Winston ist oder ein Flesensee, die strukturell alle sehr verschieden sind, also touristisch orientiert, im Premium-Segment. Wir haben genauso einfache Golfplätze, das ist auch okay, weil der normale Tourist und Anfänger möchte leichte Plätze spielen. Das heißt, wir decken eigentlich das ganze Spektrum hier ab. Dazu kommt dann ganz einfach, dass wir auch selbstverständlich Kurse anbieten, also Einsteigerkurse für Kinder, solche Geschichten alles. Der Fokus liegt sicherlich zu großen Teilen auf den Touristen, ganz einfach, weil sie auch Greenfee-Spieler, die dann Umsätze generieren,
wahrgenommen, überregional, denke ich mal, wären wir mittlerweile stark. Nur mal ein Beispiel, in 2014 hat man jetzt gerade in der letzten Woche beschlossen, dass in den nächsten 3 folgenden Jahren wieder der Jugendländerpokal von Deutschland für Jungen und Mädchen in Mecklenburg-Vorpommern stattfindet. Wir werden auch wieder die Winston Open weltweit haben. So, und wenn die Golfplätze nicht eine gewisse Qualität hätten, dann würde man das mit Sicherheit nicht so tun. Also ich glaube, da können wir auf unsere Anlagen schon recht stolz sein, auch vom Pflegezustand. Und nicht zuletzt, wenn so viele Touristen in unser Land kommen, dann wird das ganz einfach einen Grund haben. So, und der Grund kann nur sein, dass es interessante Golfplätze sind, dass wir interessante Angebote haben, auch sehr gute Golfhotels dabei mit Wellnessbereich. Also das ist okay. Für 2014, was hat sich der Golfverband dort vorgenommen? Einige Veranstaltungen haben Sie schon angesprochen, die 2014 stattfinden wird. Aber was wollen Sie erreichen? Wo wollen Sie mit dem Golfsport in Mecklenburg-Vorpommern kurzfristig und auch langfristig landen? Also zum einen geht es natürlich darum, die Wirtschaftlichkeit der Anlagen zu unterstützen. Das ist primäres Ziel. Dann kommt dazu, man muss auch jetzt noch Vorurteile abbauen. Das heißt, es ist immer noch bei vielen so die Meinung, Golf wäre elitär. Das ist einfach nicht mehr so. Das ist übrigens auch in ganz Deutschland nicht mehr so. Das ist vorbei. Wir würden gerne die 15.000er Mitgliedergrenze überschreiten. Nach den Zahlen, die ich also gerade in der letzten Woche bekommen habe, wird das auch gelingen. Wir wollen ganz einfach Promotion für die Golfplätze und auch für das Land noch verstärkter in anderen Bundesländern und auch im Ausland. Da liegt der Fokus in diesem Jahr eindeutig auf der Schweiz und auf Nordeuropa, Holland sowieso. Das heißt, dass wir dort für unser Land und für die Golfplätze noch stärker werben. Da würde ich mir allerdings wünschen, dass beispielsweise die Fährlinien oder ganz besonders, was ich persönlich nicht verstehen kann, der Flughafenlage, dass die wesentlich stärker mitziehen, weil wir ganz einfach das Klientel ins Land holen. So, und letztendlich profitieren auch Fährlinien und Flughafen davon. Und ich denke mal, das sind in der Zusammenarbeit noch große Reserven. Also Kooperation ist auch bei Ihnen groß geschrieben. Sie haben es angesprochen, Sie kooperieren mit dem Tourismusverband, Sie kooperieren mit dem Landessportbund. Da gibt es schon eine enge Zusammenarbeit. Aber noch einen praktischen Tipp zum Schluss für unsere Zuschauer. Wenn jetzt jemand sich entscheidet, okay, Golf ist für mich und für mein Alter vielleicht gerade das Richtige, um einzusteigen, wie sollte man anfangen mit dem Golfsport? Gleich komplette Ausrüstung kaufen und dann loslegen? Oder sollte man sich da erstmal an den Experten wenden? Also ich denke mal, das mit dem Alter ist jetzt, das Golf ist einfach, das war früher so, dass also ein Großteil der Golfer, ich sage, einfach über 40 Jahre war. Das ist schon lange nicht mehr so. Und gerade in unserem Bundesland ist die Struktur eine andere. Das heißt, wir haben durchaus überproportional viel Golfer in der Altersgruppe unter 40. So, und wenn man anfangen möchte, Kinder auch natürlich, wenn man anfangen möchte, dann sollte man in jedem Falle die Angebote sichten, sollte in jedem Falle erstmal einen Schnupperkurs machen. Einfach, ist das mein Sport? Fühle ich mich da wohl? Und da kriegt man auch die entsprechenden Schläger, was man braucht. Das kriegt man also von dem Verein gestellt, dass man einfach erstmal ausprobieren kann. Das hat auch jeder Verein. Und selbst wenn ich mich entschieden habe, Golf zu spielen, dann muss ich nicht gleich eine Premium-Ausrüstung haben. Das ist wie in anderen Sportarten auch. Und grundsätzlich ist Golf heute also auch nicht teurer als ein Fitnesscenter, wenn man das durch 12 Monate teilt. Das heißt, die Kosten sind überschaubar. In jedem Falle aber erstmal eine eigene Meinung bilden. Golf hat den Vorteil, dass Sie natürlich in der Familie spielen können, mit Freunden spielen können, an der frischen Luft sind. So, es gibt auch Informationsmaterial in den Anlagen oder auch beim Golfverband. Wir werden auch in diesem Jahr beispielsweise noch eine neue Imagebroschüre erstellen, die dann auch nicht nur für unsere Mitglieder, sondern auch europaweit vertrieben wird. So, aber in jedem Fall erstmal schnuppern, anfangen, gucken, ob Spaß macht. So, und dann kann man sich einfach entscheiden. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, entscheiden Sie sich für den Golfsport. Wir haben Ihnen unten nochmal eine Internetadresse eingeblendet. Dort können Sie weitere Informationen einholen. Herr Born, wir danken Ihnen für das Interview. Liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Interview der Woche.